Also vorab, dieses Video ist ein anderes Video als meine sonstigen Videos. Es dient jetzt ausnahmsweise mal nicht zur Unterhaltung, sondern es geht so ein bisschen darum, gerade meine Gedanken zu reflektieren und ein bisschen das loszuwerden, was ich mir gerade so zu der ganzen Sache denke, die gerade so groß in den Medien ist. Und zwar geht es unter anderem um den Anschlag oder hauptsächlich um den Anschlag in Paris. Der geht ja gerade um die Welt. Und dieses Video soll auch kein Klickfänger sein, das ist nicht monetarisiert. Ich möchte einfach nur ein bisschen meine Gedanken mit euch teilen, die ich mir gerade so gemacht habe. Ich weiß auch, dass tagtäglich, fast tagtäglich Anschläge auf der Welt passieren, wo Menschen bei sterben und die vielleicht auch so schlimm sind und so weiter. Aber dieser Anschlag in Paris hat mich beschäftigt oder nochmal dazu angeregt, über diese ganze Sache nachzudenken, was eigentlich so passiert und warum Sachen passieren. Und ich verfolge auch schon die ganze Zeit den Livestream und schaue mir an, über was so geredet wird und was alles passiert ist. Und es hat mich, wie gesagt, einfach, es war für mich einfach so ein Anlass, darüber nochmal nachzudenken, was auf der Welt passiert und warum. Und ich bin keiner, der so ganz spontan einfach Sachen auf Twitter zum Beispiel jetzt raushaut oder generell in die Welt rausspreadet, ohne da ein bisschen reflektiert drüber nachgedacht zu haben. Ich bin da nicht so voreilig, sondern ich mache mir sehr viele Gedanken und dann äußere ich mich dazu. Und in dem Fall habe ich mir so viele Gedanken dazu gemacht, dass ich irgendwie es als Anlass sehe, sogar ein Video dazu zu machen. Und zwar gab es da einen Punkt, der mich doch irgendwie sehr zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar gab es ja ein Statement von der IS, also das Ganze war ja tatsächlich ein terroristischer Anschlag von dem Islamischen Staat, dazu haben sie sich ja auch schon bekannt sozusagen. Und Zitat ist, es geht um 8 Brüder sozusagen, also das ist ein Zitat, 8 Brüder, die mit Sprengstoffgürteln und Sturmgewehren sozusagen einen gesegneten, das ist auch wieder ein Zitat, einen gesegneten Angriff auf Frankreich verübt haben. Und dieses gesegnete Angriff hat mich einfach, das hat mich einfach so zum Nachdenken angeregt. Deswegen habe ich auch den Tweet dazu rausgehauen. Wenn es laut dem Islamischen Staat ein gesegneter Angriff war, warum möchte ein Mensch dann an einen Gott glauben, der einen solchen Anschlag absegnet? So, das habe ich mich einfach gefragt in dem Fall. Das Ganze wird ja immer auf Gott zurückzuführen, sozusagen. Gott hat in deren Augen sozusagen den Angriff abgesegnet. Aber da stell ich mir mit ganz menschlichem Verstand einfach die Frage, warum möchte man an einen Gott glauben, der einen solchen Anschlag absegnet, der das unterstützt sozusagen, dass Menschen sterben, wahllos Menschen sterben, die vielleicht generell überhaupt nichts komplett mit der ganzen Sache zu tun haben. Selbst das ist eigentlich total egal, sondern warum möchte man einen Gott unterstützen, der es absegnet, dass einfach Menschen sterben? So, das ist einfach so die Grundaussage, die ich mich da frage. Und ich habe auch sehr interessantes Feedback zu dieser ganzen Sache bekommen, und zwar, dass es einfach Leute gibt, die in ausweglosen Situationen sind, die vielleicht keine Familie, keine Freunde, generell keine Leute haben, keine Ansprechpartner haben, nicht wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen, und dass diese Menschen manipuliert werden mit solchen Aussagen in Bezug auf Gott etc., um solche Anschläge auszuführen. Aber warum werden solche Anschläge dann ausgeführt? Also ich denke, das allergrößte Problem auf dieser Welt ist dieses Streben nach Macht. Das ganze Problem, was wir überhaupt alles hier, was wir haben, ist einfach dieses Streben nach Macht. Es gibt Menschen, die ein unersättliches Streben nach Macht haben und die dafür diese Menschen, die in solchen ausweglosen Situationen sind, missbrauchen, um deren etwas einzutrichtern, deren Vertrauen, was sie sich dann vielleicht nach und nach nicht aufbrauchen, sondern aufbauen, dazu nutzen, ihre Macht auszubauen. Und mit solchen Anschlägen wird halt, wie gesagt, Macht ausgebaut. Und man hat es auch in der deutschen Geschichte ja schon vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahrzehnten gesehen, dass ausweglose Menschen, die nicht mehr wissen, wo soll es lang gehen, wie machen wir weiter, jemanden gefolgt sind oder jemanden unterstützt haben, der Ansichten hatte, die im ganz nüchternen Zustand, wo es einem gut geht, auf einmal total absurd erscheinen, ja. Also in der deutschen Geschichte sind ja Sachen passiert, so mit der ganzen, die Geschichte mit den Juden, mit Hitler und so weiter, die erscheinen jetzt einem absurd, aber wenn man in einer solchen Situation ist, die so ausweglos erscheint und wo man jemanden sucht, der einem sagt, wo es lang geht, ist es anscheinend so, dass man zu Taten imstande ist, was man nachträglich niemals für möglich gehalten hätte. Und deswegen ist mein Appell so ein bisschen an euch, denn ich lese so krass oft zum Beispiel auf Twitter, dass wir auch als YouTuber zum Beispiel viele Menschen aus ausweglosen Situationen rausgeholfen haben und dass wir mittlerweile so vielen Menschen so nahe stehen, obwohl wir sie zum Beispiel persönlich gar nicht wirklich kennen, aber wir haben trotzdem einen großen Stellenwert in dem Leben vieler Menschen eingenommen. Und man sieht es häufig, dass Menschen einfach einem
YouTuber einfach folgen und dem unterstützen in allem, was er tut, weil er halt diesen entsprechenden Rang in deren Leben hat. Und mein Appell an euch ist einfach, bei allem, was ihr tut, bitte reflektiert, versucht mal eure Emotionen ein bisschen auszuschalten, sondern einfach denkt darüber nach, was mache ich gerade, warum mache ich das gerade und ist es vielleicht richtig, was ich gerade mache, ja? Nicht einfach wahllos, nur weil eine Person einen sehr hohen Stellenwert in dem Leben von jemandem hat, nicht einfach die deswegen in allem unterstützen, was er macht, so, sondern mal ein bisschen darüber nachzudenken, was tue ich hier gerade und ist es vielleicht richtig, auch wenn es eine Person ist, die einem viel bedeutet oder wo man das Gefühl hat, das geht gerade irgendwie, die Person weiß, wo es lang geht oder so, sondern immer in jeglicher Situation, und das hat man auch schon öfter diese Appelle auf Twitter gelesen, immer reflektieren, warum tue ich das, ist es richtig, dass ich das tue. Ja, man sieht es schon teilweise bei irgendwelchen Beleidigungen, wo irgendwelche YouTuber, ich nehme jetzt immer dieses Beispiel YouTube, weil wir uns hier gerade auf der Plattform YouTube befinden, vielleicht könnt ihr euch auch damit am besten identifizieren, wo irgendwelche YouTuber einfach von anderen YouTubern beleidigt werden und deren Fanbase einfach mit beleidigt, so, obwohl es vielleicht Sachen sind, weshalb man keine Menschen so beschimpfen sollte sozusagen, sondern die werden einfach nur von den ganzen Leuten beschimpft, weil sie hinter der Person stehen sozusagen, die diese beschimpft hat. Weil die vielleicht einen großen Stellenwert in deren Leben hat und so weiter. Aber das kann es einfach nicht sein, Leute. Das sieht man ja schon allein, wie schnell das Feedback kommt. Jemand beleidigt einen und 5 Sekunden später ist direkt der Nächste da, der auch irgendwie dann zum Beispiel dahinter steht und das unterstützt. In diesen 5 Sekunden kann man sich gar keine Gedanken zu dem gemacht haben, ist es gerade ein Schritt in die richtige Richtung oder mache ich gerade das Richtige? Nein, es wird einfach in der heutigen schnelllebigen Zeit auf Twitter, überall auf den Social-Media-Plattformen einfach alles rausgehauen, so, bam, ich unterstütze ihn jetzt, ohne überhaupt mal drüber nachzudenken. Deswegen ist mein Appell, Leute, denkt darüber nach, was ihr tut, versucht das alles mal ein bisschen rationaler zu sehen, ein bisschen objektiver von außerhalb zu sehen, was mache ich hier gerade und ist es auch richtig, diese Person gerade in dem, was sie gerade tut, zu unterstützen, auch wenn die Person einem sehr nahe steht. Also bitte, mein Appell, denkt darüber nach, was ihr tut und lasst euch nicht von irgendwelchen Menschen was eintrichtern, was eventuell totaler Schwachsinn ist, und versucht, wenn ihr zum Beispiel Leute habt, auch mit denen darüber zu reden und versuchen, vielleicht auch mit Leuten, die der Person nicht so nahe stehen, die nichts mit der Person zu tun haben, mit denen darüber zu reden und sich da mal Meinungen einzuholen, anstatt einfach drauf los irgendeine Sache voranzupushen irgendwie, wo keiner richtig weiß, was dazugehört. Ich hoffe, ich konnte euch ein ganz kleines bisschen zum Nachdenken anregen, denn ich glaube, nur so können wir uns zu einer besseren Welt entwickeln. Ich weiß, dass ich natürlich kein Weltverbesserer bin oder so, sondern ich möchte einfach nur, dass man so ein bisschen über so eine Sache nachdenkt. Und ich glaube, dieses Video sehen halt viele Menschen. Deswegen fände ich es wichtig, überhaupt mal Leute zu sowas anzuregen. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und mich würde es freuen, wenn ihr vielleicht ein bisschen Feedback in den Kommentaren hinterlasst und ein bisschen was, eure eigene Meinung oder so in den Kommentaren hinterlasst und ein bisschen darüber diskutiert. Und natürlich habe ich vielleicht viele Sachen vergessen oder so, aber das sind einfach meine menschlichen Gedanken. Ich bin auch nicht der bestinformierteste Mensch, aber das sind meine ganz rationalen menschlichen Gedanken, die ich mir versuche dazu zu machen. Und mich würde es einfach freuen, wenn ihr dazu was in die Kommentare schreibt, eure Meinung, und vielleicht ein bisschen in den Kommentaren diskutiert und vielleicht euer eigenes Bild euch zu der ganzen Sache macht und vielleicht ein bisschen was mitnimmt. Und ja, das war's mit dem heutigen Video. Ich will auch nicht die Stimmung runterziehen oder sonstiges. Es geht natürlich sonst wie gewohnt weiter, aber vielleicht konntet ihr ja was mitnehmen. Das würde mich sehr freuen.